Hallo und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration. In diesem Video möchte ich euch ein neues Loomband-Armband vorstellen, und zwar dieses hier mit den S-Clips. Das sind drei einzelne Stränge, die jeweils wieder von S-Clips zusammengehalten werden. Die Stränge sind ganz einfach gearbeitet. Das sind einfach immer Loom-Gummis, wo ich S-Clips zwischengemacht habe, zeige ich euch gleich. Und dann zeige ich euch noch, wie man das Ganze verbindet. Ihr braucht insgesamt 40 Clips dafür und 18 Gummis. Und dann kann es auch schon losgehen. Ich zeige euch das Ganze in der Regenbogenvariante mit diesem Versatz. Also rot, orange, gelb. Und die nächste Reihe läuft ein bisschen anders. Die läuft rot, orange, gelb. Also einmal immer versetzt, sodass ihr hier auch noch ein Muster habt. Und ja, dann geht es auch schon los. Ich zeige euch als erstes, wie man die einzelne Kette macht. Dafür nehmt ihr einfach Loom-Gummis und S-Clips und hakt immer in das eine in ein neues Gummi. So. Das Ganze ist dann allerdings sehr instabil und ihr würdet überall hängen bleiben, wenn ihr das so als Armband tragen würdet. In entsprechend der Regenbogenfarben gehe ich vor. Ich hake immer das ein. Und am Ende lila. Also rot, orange, gelb, grün, blau und lila. Und das Ganze mache ich dreimal. So, Nummer 1. Wenn ich das Ganze dann ziehe, sieht es so aus. Nummer 1. Ich fange jetzt mit grün an, das ist eigentlich ganz egal, wo ihr anfangt. Nur eben die Reihenfolge muss halt stimmen, der Farben. Orange. Ups, mich selbst vertan. So. Und blau. Und auch fertig. Und dann ein drittes. So, jetzt habe ich die drei Stück. Man könnte theoretisch auch mehr machen. Jetzt lege ich sie erstmal alle richtig übereinander. So, dass die Verläufe genau gleich sind. So, und dann drehe ich einmal weiter. Das hier lila, rot und dann hier zweimal weiter lila, rot, orange. Der Verlauf ist immer versetzt, immer diagonal. Und ich fange an, die Gummis zu fixieren. Ich hake eins ein und gehe dann mit dem Clip rüber zum nächsten. Und hake hier auch ein. Drin. Manchmal macht es ein bisschen zicken. So. Und dann das nächste. Als nächstes würde hier entsprechend blau eingehakt. So,
jetzt habe ich das erste eingehakt. Man sieht hier schon die Ordnung. Und das Ganze wird dadurch natürlich viel schmaler. Und so mache ich jetzt weiter, einmal komplett die Runde herum. Einhaken. Das da drüber einhaken. Und dann das mittlere mit dem oberen. Und das Ganze ein bisschen zusammenschieben. Da habe ich zwei. Und das Ganze mache ich jetzt noch viermal. So, wenn alle eingehakt sind, sieht das Ganze so aus. Und hier nochmal in Schwarz mit bunten Clips. Finde ich auch sehr hübsch. Ist mal eine andere Variante. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da freue ich mich natürlich immer. Wenn ihr noch Anregungen, Ideen oder Wünsche für uns habt, ab unten in die Kommentare damit. Dann schauen wir, was wir für euch tun können. Wenn ihr noch mehr Do-It-Yourself-Anleitungen, Rezepte oder Loomband-Anleitungen sehen möchtet, schaut mal bei uns im Kanal vorbei. Und bei Twitter, Instagram und Facebook sind wir natürlich auch überall dabei. Wenn ihr noch mehr von uns sehen möchtet, schaut mal dort vorbei. Und wenn euch das Video besonders gut gefallen hat, vielleicht habt ihr ja Lust, es mit euren Freunden zu teilen. Und sonst bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration.